Alles nur gutes Zeug, was da drin ist. Kann man nicht meckern. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir jetzt aufs Übelste überlastet werden. Zack. Zack. Ja, wir reparieren noch mal alles. Alles, was wir tragen, und dann schmeißen wir eine Menge weg. Oh, wo haben wir das ganze Gewicht? Jetzt mal im Ernst. Altmetall und Elektroschock brauchen wir mit am wenigsten. Die wiegen wenig. Die wiegen auch nichts. Kochplatte. Die Kochplatte habe ich eigentlich gebraucht. Mir fällt es gerade wieder ein. So, die Stangen Zigaretten lege ich gleich auch noch weg. So, Stangen Zigaretten. Dann müssten wir noch unter Hilfsmittel eine Menge haben, was wir wegpacken können. Buff-Out können wir zünden. Dann wollen wir noch mehr Platz schaffen. Wir haben noch ganz viel Wein, genau. Wir tragen immer noch ziemlich viel bei uns, kann das sein? Ja, okay, die wiegt auch was. Nicht so viel, aber die wiegt auch was. Das Holo-Gewehr ist recht schwer, die Rüstung ist recht schwer. Ich denke, unter sonstiges ist der Rest, Quatsch, der Rest müsste Munition sein, was so schwer ist. Wir packen mal alles an schwerer Munition weg. So, und machen jetzt erstmal weiter. Gucken, dass wir hier noch was aufheben bis an die Grenze. Sag mal, wie viel haben wir denn jetzt? Also, das ist eine ganze Menge. Vault, Sicherheitssteuerungsterminal, Vera Keys. Holodisk genommen, Datei nicht gefunden. Vera. Wichtig, Vera, sieh dir das an, an Vera. Vera, falls du das liest, sind meine Befürchtungen wahr geworden und dies ist eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung. Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren, was meine letzten Worte an dich bedeuteten. Wenn dem so ist, haben sie dich hergeführt und dieser Ort wird dich beschützen. Ich weiß nicht, was sie für mich bedeuteten und ich fürchte, sie haben mich hier gefangen. Ich habe den vorigen Eintrag nach unserer Unterhaltung heute Nacht ausgewählt. Es muss schwer für dich gewesen sein und es tut mir leid, dass ich dich stillschweigend durchmachen ließ. Ich weiß, dass du es nicht aus Boshaftigkeit getan hast, auch wenn du mich nicht liebst. Ich wusste von deinen Plänen, gemeinsam mit Dean das Casino auszurauben, bevor du es mir erzählt hast. Es von dir zu hören, hat es nicht einfacher gemacht. Wenn du mich fragst, bin ich froh, dass du es mir selbst gesagt hast und ich verstehe, was die Bänder in seinem Besitz zu bedeuten haben. Ich glaube nicht, dass einer von euch beiden verstanden hat, woher deine Abhängigkeit herrührte. Und das ist das Tragische daran. Ich nehme an, die Welt hätte dir sowieso nicht geglaubt, deswegen respektiere ich deinen Wunsch, es geheim zu halten. Als ich anfing, diese Villa und dieses Casino zu bauen, tat ich es für dich. Als die Welt sich kopfüber in den Krieg stürzen zu wollen schien, wurde es mein Wunsch, dich zu beschützen. Die Darlehen, die Geldmittel, die ich in den Bau des Casinos investierte. Ich wusste, sollte der Krieg uns heimsuchen, würde es nichts mehr ausmachen. Es war mein Weg, eine Zuflucht, eine Verteidigung gegen die Strahlung und Bomben zu bauen.
Als Dean unabsichtlich durch unsere Vorstellung seine Pläne enthüllte, wurde mir bewusst, was passiert war und wie ich hereingelegt worden war. Eine Zeit lang hegte ich düstere Gedanken. Ich baute die Casino Vault von einer Zuflucht zu einer Falle um, weil ich wusste, dass Dean als erstes hineingehen würde. Er würde hier unten sterben, und zwar durch seine eigene Hand. Ich befürchte jedoch, dass ich über mein Ziel hinausgeschossen bin und dass der einzig sichere Ort im Casino die Vault ist. Ich habe versucht, die Systeme neu zu verkabeln, die Protokolle zu ändern, aber es gelingt mir nicht. Ich werde noch einen Versuch an den Rohren am Rand der Außenplattform unternehmen, um herauszufinden, ob etwas getan werden kann. Ich befürchte, es ist zwecklos. Wenn du hier herunterkommst, greift nicht auf meinen persönlichen Konteneintrag zu. Er enthält nur eine Nachricht für Dean und wird die Tür versiegeln, so dass es keinen Ausweg für dich gibt. Sogar der Aufzug ist so programmiert, dass er automatisch zurückfährt und gesperrt bleibt, wenn die Tür geschlossen wird. Es sollte genug Vorräte in der Vault geben, um dich am Leben zu halten, bis Hilfe eintrifft. Ich habe dafür gesorgt, dass hier unten genügend medizinisches Material zur Verfügung steht, damit es dir gut geht. Die Hologramme sollten das Casino vor jeglichen Angreifern schützen, und der Hologramm-Funkleitstrahl in der Villa wird ein Notsignal aussenden, damit andere erfahren, dass du hier bist. Wenn die Gefahr vorüber ist, wird Rettung kommen. Ich hoffe, du konntest das lesen. Sei versichert, dass ich dich geliebt habe. Frederick Sinclair. Du bist in der Vault. Endlich. Nach so langer Zeit. Das Sierra Madre. Mein. Warte. Geh nicht in die Vault. Und nichts anfassen. Da unten könnte es noch mehr Fallen geben. Ein weiteres Sicherheitssystem. Sie verstecken sich immer noch hinter Ihren Bildern und Bildschirmen? Sie schulden mir einige Erklärungen. Wie haben Sie es geschafft, auf einen Pipboard zuzugreifen? Ja, Bilder und Bildschirme. Versteckt? Kaum. Gefangen. Meinst du, du wärst der Erste, der die Casinotür geöffnet hat? Nein. Ich tat es ebenfalls. Mit anderen Händen, anderen Körpern. Danach war ich gefangen. Einmal eingeschlossen, kam ich nicht raus. Bis mich dein Pip-Boy-Signal in der Villa erreichte. Dann wurde alles anders. Und hier bist du. Sie schulden mir einige Erklärungen. Wirklich? Für was denn? Deine Gier? Neugier? Du bist aus freien Stücken hergekommen. Keiner hat dir eine Waffe an den Kopf gehalten. Ich habe deine Pip-Boy-Archive gesehen. Deine Kartenmarkierungen. Du hast wie ich das Sierra Madre-Signal aufgefangen und konntest nicht widerstehen. Wenn du meinst, ich wäre verantwortlich, nein, mich trifft keine Schuld. Du hättest dir das Halsband auch selber angezogen. Du bist so ein Spinner. Wie haben Sie es geschafft, auf meinen Pipboard zuzugreifen? Du hörst dich an, als hättest du noch nie ein Robco-Terminal gesehen. Keine Maschine ist idiotensicher. Sie wurden erschaffen, um uns zu gehorchen. Das Betriebssystem des Pip-Boys hat Schwächen. Ein Vorteil für jeden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wenn auch nur oberflächlich. Es ist allerdings nur eine Maschine. Seine wahre Schwäche ist derjenige, der ihn trägt. Und so gingst du mir in die Falle. Wie meinen Sie das? Das Ding um dein Handgelenk ist eine Bequemlichkeit. Es sagt dir, wohin du gehen sollst, was du machen sollst, und stumpft dich ab. Vielleicht hat es dir geholfen, den Sierra Madre-Sender zu finden. Aber ist heute genauso wie in der alten Welt nur eine nutzlose Krücke. Bevor das noch weitergeht, habe ich da noch ein paar Fragen. Neugierig, glaube ich gern. Lassen wir uns Zeit. Unser Verhältnis war bisher ein wenig zu einseitig, selbst für meinen Geschmack. Ich finde, er hat so ein bisschen den Zug von Albert Einstein. Was willst du vom Sierra Madre? Was will ich? Waffen. Sicherheit, eine eigene Zitadelle. Das Madre ist all das. Es ist eine Festung und eine Waffe. Und die Chance, noch einmal neu anzufangen. Sobald ich seine Archive öffne, kann ich die Mojave so formen, wie ich möchte. Ich verstehe nicht, wie dir dabei ein Casino aus der alten Welt behilflich sein kann. Die Wolke ist etwas Einzigartiges auf meinen Reisen. Ihre Nähe zum Sierra Madre ist kein Zufall. Derzeit beschützt sie das Casino, konserviert es. Sie kann auch andere Relikte der alten Welt konservieren und gleichzeitig reinigen. Und soweit ich die Hologrammtechnologie erforscht habe, war die Big Empty-Anlage leer.
Nur in Sierra Madre funktionieren Hologramme wirklich. Ordentlich? Das ist mein Scherz. Die Hologramme hier töten Unbefugte. Das ist es, was ich will. Wenn man einen der Sender in ein Kampfgemenge wirft, gibt es kein Entkommen. Es ist wie Licht in den Händen halten. Man kann es nicht bekämpfen. Nur brennen sehen. Wie eine tragbare Armee. Und jeder gegen dich stirbt. Das ist alles, was du willst? Nein, eine Sache möchte ich noch vom Sierra Madre. Seine Beute. Die Maschinen, die die Straßen und Korridore bevölkern. Sie versorgen jeden mit allem. Vielleicht waren sie in der Vorkriegszeit gewöhnlich zu vernachlässigen. Jetzt sind sie viel wertvoller. Du weißt es. Sie halfen dir, am Leben zu bleiben. Dazu fällt mir nichts ein. Aber wozu würdest du sie verwenden? Lebensmittel, Vorräte, medizinische Hilfe, Munition, mehr Halsbänder. Vielleicht sogar eine eigene Währung. Einen eigenen Staat. Die Wolke erlaubt mir, reinen Tisch zu machen. Die Halsbänder bedeuten Zusammenarbeit. Hologramme, Verteidigung. Die Automaten sorgen für alles andere. Das Sierra Madre kann Nationen aufbauen und zum Einsturz bringen. Mittels seiner Technologie und der richtigen Anwendung. Du bist nicht mehr als ein Mörder, der einen Massenmord begehen will. Ich ein Mörder? Unsinn. Dann wäre dein Halsband schon längst hochgegangen. Es sorgt für Gehorsam. Es sorgt für Sklaverei. Zusammenarbeit. Überleg mal. Wärt ihr ohne diese Halsbänder in das Casino gekommen? Nein. Die Natur des Menschen wäre euch wie immer in die Quere gekommen. Wusstest du, dass ich dafür die Halsbänder ständig neu anpassen und die Spielregeln neu schreiben musste? Euch gefällt Fallout New Vegas oder andere meiner Videoreihen? Dann würde ich euch darum bitten, die Videos euren Freunden zu empfehlen, um mich ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin bei kommenden Videos und würde sagen, bis zur nächsten Folge.